Hallo und willkommen zurück zu Frostpunk. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, unseren Reiseballon aufzustemmen. Und in dieser Folge versuchen wir, ein Speerteam auszusenden, um unsere Verbündeten wiederzuholen. Jetzt haben wir hier eine Notfallschicht eingestellt, damit wir eigentlich mal etwas Holz bekommen, damit wir die jetzt schnell stemmen können. Damit wir unsere Verbündeten halt nicht schnell bekommen. Hier, da geht's voran. So. Neue Speerteam erstellen. Die gehen hier hin. Ich hoffe, das wird was. So. Guck mal hier nach. Karte anzeigen, okay. Einige sind schwer krank, dann sollten wir hier mal. Was? Hier Tageszeit geschlossen. 10 Stunden. Ja, auf jeden Fall. Also 24 Stunden Schicht ist eigentlich hier aus, wa? Ja, machen wir erstmal weiter. Ich weiß gerade gar nicht, was hier überhaupt gerade so los. Obwohl doch, doch, doch. Wir müssen hier auf jeden Fall gleich weitermachen. Wir müssen halt die Zeit abwarten. Aber jetzt wieder. Ich bitte dafür, dass wir da einfach nur überleben. Ja, das hoffe ich auch. Maximal, wir brauchen mehr Futter. Und dann können wir hier auch wieder Betrieb anschalten, wenn wir hier 15 pro Tag bekommen. Wenn wir das hier so hinstellen, dann. Ja, komm, das eine Kind kann ruhig viel länger arbeiten. Expedition. Überlebende gefunden. Jawohl. Glückliches Wiedersehen. Wir treten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufgeregte Stimmen begrüßen uns. Dem Allmächtigen sei Dank. Ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Hä? Überlebende zur Stadt eskortieren, ist doch klar. Natürlich wollen jetzt alle gleich auch mehr Essen haben. Rette die Überlebenden von der Mission, ja. Ein Kind ist schon wieder tot. Zusatzration für Kinder. Als Reaktion auf den kürzlichen Unfall des Kinderarbeits verlangen die Eltern, dass arbeitende Kinder Zusatzration erhalten, damit sie mehr Kraft haben und Unfälle vermieden werden. Das finde ich eine gute Idee. Butz, Hoffnung steigt an und Zufriedenheit auch.
Ja, guck mal, da kommt. Okay, nix. Hier, aber auf jeden Fall geht's hier gut voran, ja? Haben wir schon einen kleinen Kreis. Der Kreis wird dann immer größer. Ja, mal die geilen Spuckstopfen, ja. Jawohl. Jawohl, da kommen die alle. Jawohl. Wiedersehen. Es ist herzlich, wir haben Familien. Nach so viel Elend wieder zu vereint zu sehen. Aber sollte es in der Nähe noch nicht eine andere Siedlung geben? Die ersten Expeditionen haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Ja, was ist die nächste Quest? Eins Einwohner sind gestorben. Kann nicht sein. Das ist blöd. Alles klar. Finde eine andere Siedlung. Eine sperrige zylindrische Konstruktion, die auf einen kleinen Hügel hinweist. Obwohl bei ihrem Dach die Unionflagge Jack Hackett angebracht ist, gibt es keine Anzeichen von Bewegung. Ja. Deswegen. Wir müssen hier Klick. Hey, komm, hier. Hallo, mach dann, mach hier hin. Hallo. Achso, guck mal. Ja, okay. Ich hätte ein bisschen auf die Karte gucken sollen. Ja. Geht das alles auch besser? Dann gehe ich wieder in die Stadt. Guck. So, ja, wie sieht es mit dem Friedhof aus? Ja, liegen immer noch mehr Leute. Ja, ist gut. Zeremonie, Verlust. Ja, mache ich mal hinzu. Aufwendige Beerdigungen werden dafür Zeit. Alles klar. Zum Beispiel, hier sterben immer mehr, Alter. Bin ja ein Kind. Kohle ist erschöpft. Mehr Kohle, hier. Boah, guck mal, jetzt haben wir aber richtig fett viele Leute hier, die wir ausbeuten können. Ich sollte auf jeden Fall hier eigentlich den Kohlegenerator hier ankurbeln, anforschen. Nicht genügend Holz. Ey, Holz ist immer nie genügend da. Kann doch nicht sein. Habe ich hier jetzt welche hingeschickt? Ja, also die dürfen auf jeden Fall länger arbeiten. Die dürfen auch auf jeden Fall länger arbeiten. 4 Überstunden, ja, macht mal was. Oh, schon wieder ist ein Einwohner gestorben. Kann doch nicht sein. Starben durch Fehler in der Behandlung. Na, guck mal, hier ist eins. Captain, unsere Einwohner haben sich zu Brest gemeldet. Die Anzahl der unbehandelten Kranken steigt immer weiter. Sie scheinen sich zu regenerieren. Sie fordern die Maßnahmen eingehen. Ja, ich verspreche, dass ich die behandle, indem ich jetzt einfach mehr Leute einstelle. So. Was alle? Hä, was mache ich jetzt mit denen? Oh, wir sollten mehr Zelte aufbauen, wa? Aber überall ist kein Holz. Ja,
klasse. So, jetzt können wir wahrscheinlich das eigentlich erforschen, jawohl. Braucht 12 Tage. Sekunde, da ist was passiert. Er fährt zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren, runden Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegung benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei der Rückkehr der Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen zeigt. London. 1934 Meilen. Nach Hause 27 Meilen. Oh, nehmen wir doch den Rohstoff mit, ne? Ja, dann lesen wir nochmal ein Tagebuch, wa? Können wir die jetzt auch hier hinschicken? Dann schicken wir die Leute dahin, wa? Wenn da eine andere Stadt ist, ja, passt das. Machen wir es mal so weit. Der Generator, der braucht noch ein bisschen. Sollte reichen, wenn die erstmal ein paar Überstunden machen. Dann kommt nämlich der Generator ins Spiel, der Kohlegenerator. Dann dürfen die Kohlemitarbeiter erstmal ein bisschen Pause machen. Also dann packen wir nämlich hier hin. Ja, es ist nachts halt. Kann man nicht viel machen. Speer sind angekommen. Brücke nach Winterheim. Ja. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von Einwohnern Winterheims. In Jahre bla 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 bla. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Na, dann forschen wir mal. Wir hielten am Rand. Das ist ja mal cool. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte und den Automaten, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen Weg zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Ja, cool. Kommen die jetzt wieder zurück oder was soll ich mit dem machen? Ja, cool, dann machen wir dann schicken wir die dahin.
Vielleicht finden wir ja neue Leute, damit wir mehr Arbeiter haben, damit dann hier mehr rumkommt. Verlassene Brücke. Die Deckung der Brücke nach Winter hat bewiesen, dass wir uns auf der richtigen Fuhrspur Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automat nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Gibt es sicherlich für alle eine logische Erklärung. Die Leute bekommen Angst. Eine Bitte eines Kindes. Captain, wir haben auf dem Friedhof einen völlig durchgefrorenen Jungen neben einem frischen Grab gefunden. Er musste Stunden verbracht haben. Er möchte, dass eine Notfallsitzung einberufen wird. Denn dann, so glaubt er, wird seine Mutter aufwachen und daran teilnehmen. Hoffnung sinkt schon wieder leicht. Nein. So, wie sieht's denn hier mit dem Kohle-Ding aus? Dann müssen wir auf jeden Fall. So. Fertig. Kohlegenerator kann gebaut werden. Hä? Was macht denn der Kohlegenerator eigentlich? Okay. Ja, das habe ich hier gerade gedacht. So, baue hier eine Mine hin. Ich meine hier, Kohlegenerator. Hä? Egal, baue ich den einfach da hin. So. Und eine Straße. Work time. Get back to work. Schon wieder ist ein Einwohner tot. Wie viele gibt es denn eigentlich noch? Ja, mach mal hier mal Max, Alter. Machen sie plötzlich in nix, Alter. Oh, ist voll. Dann kann man hier Overdrive anmachen. Wenn hier voll ist. Dann kann man die hier wegschaffen. Und dann. Können die erstmal hier nicht hier cool laufen? Können die erstmal hier Stahltrümmer wegräumen und noch ein bisschen Holz und noch mehr Stahltrümmer. Moment, sorry. Sekunde. Da, die warten. Erforschen. Suche nach Winterheim. Arbeiter, die Teil des Konvois waren, erzählten uns, dass sie auf dem Weg nach Winterheim waren. Wir sollten dem Signal der Signaltechnik folgen, konnten aber nicht erfassen. Wir versuchten, den Suchradius zu erweitern. Allerdings ging uns der Treibstoff aus. Ja, dann komm zurück. Überlebende sind immer gut. Wir haben wieder Holz, geil, dann kann ich ein Zelt bauen. Hier, ihr geilen Dudes, dürft jetzt hier erstmal richtig geil hausen. So, dann los geht's. Ah, wieder einer gestorben. Auf dem Friedhof befindet sich eine Beerdigungszeremonie. Ja. Das kann schon sein.
Ja, wir sollten auch wieder was Neues forschen, wa? Schnelleres Sammeln. Ja, mache ich das mal. So, 6 Uhr. Arbeiten. Neun Tage dauert's, okay. Ach du Kacke. Sekunde, wir haben doch hier was Tolles hier erforscht. Ein Dampfzentrum. Wenn sie vom Generator angetrieben werden, erzeugen diese Vorräte kleiner Wärme zum Sicherung. Radioaktive Dampfzentrum verbraucht 3 Kohle. Brauchen auf jeden Fall hier so ein Dampfzentrum. Vierundzwanzig Stunden. Ja, nee, das macht hier auch die Wohnung war wärmer, also braucht 24 Stunden. Sollte 24 Stunden am Laufen sein. Ja, wir sollten am besten hier auch noch eins hinbauen. Das ist ein gutes Ding, was wir gebaut haben. Finde eine andere Siedlung. Gewährleiste die Behandlung von Einwohnern. Kümmere dich um die Kranken. Können wir hier auch schon mal was Besseres machen oder die ganze Zeit nur diese komischen Müllhäuser machen? So, schon das Sammeln haben wir erforscht. So. Aufrüstung für Jäger. Perfekt. Sekunde, Sekunde, neues Gesetz kommt. Kinderarbeit, die machen wir weg. Denn wir wollen die nicht mehr. Ja, können wir die jetzt nicht mehr stoppen? Also ich würde die gerne wieder entfernen. Weil die ist nämlich doof. Ich würde jetzt lieber. Die kann ich anscheinend nicht mehr. Oh, ein Pflegeheim, perfekt. Jawohl, das haben wir noch gebraucht, ein Pflegeheim, ah ja. Ich verstehe. Oh, yo. Ja, machen wir den Overdrive am besten wieder aus, ne? Aber ich hatte dich gar nicht so im Auge, dass das so krass ist. Ne, die lassen wir aber. Solange das hier genügend Power macht, dann ist alles okay. Wie außer Betrieb? Wieso das denn? Ach so. Die haben Feierabend. Die Anlage wurde abgeschaltet. Die können einen Punkt Wasser, ja. Die Hoffnung steigt, jawohl.
Versprechen gebrochen, Gesundheitswesen. Die Kranken fühlen sich betrogen und entmutigt. Ja, hätte mir noch ein bisschen zu mehr Zeit geben können. Kackt euch an. Ja, ich würde gerne hier ein neues Gesetz machen, hier Kinderarbeit wieder wegmachen. Die fand ich, die ist nämlich gar nicht so geil. Aber anscheinend geht das dann doch nicht. Die sind anscheinend alle endgültig. Cool, dann können die wieder arbeiten. Das ist schön, schön cool. Unzufrieden steht gleich. Die Nutzung der zusätzlichen Kapazität wird Unzufriedenheit hervorrufen. Neue Fähigkeit. Zusatztradition eingefügt. Ja, kann sein. Kampfarena. Ha. Das ist aber cool. Kampfarena bauen. Huiuiui. Unzufriedenheit gesetzt. Aber ja, ich brauchte Hoffnung. Ich brauchte was, was Hoffnung bringt. Und das gibt es zurzeit nicht, wa? Leider nicht, nein. Was bringt Hoffnung? Na, ist mir ja egal, was Hoffnung bringt. Hauptsache, wir überleben. Jawohl, das Dingsbums ist angekommen. Fällt gleich runter. Patz! Ich verstehe. Kann ich jetzt mit dem Ding machen? Demontieren. Warte, jetzt ist plötzlich der Generator nicht mehr an dran gemacht. Oh, da fehlt wieder ein verkacktes Straßenteil. Oder? Ach, keine Ahnung. Die hat mir jetzt eine Straße hingebaut, das ist cool. Warum ist denn dann immer noch nicht verbunden? Hallo, du bist verbunden. Teilweise ist das Spiel echt scheiße mit ihrer, mit deren Straßenkacke, Alter. Die sind doch jetzt verbunden. Oder was, ey? Warum leuchtet der Dreck hier, hä? Und warum braucht man gefälligst Straßen? Komplett unnötig, Alter. Kannst du die essen? Nein. Overdrive-Modus kann man leider nicht mehr aktivieren. Jetzt werden sie alle nacheinander verfrieren. Oh. Ist das jetzt an der Straße dran? Ja, endlich, danke.
Oh, ich habe hier voll keine Putz. Ah, der hat aber nur weniger Effizienz. Ja. Baue ich doch hier einen. Ja. Der kann dann ruhig hier da ganz hinten da immer schön arbeiten gehen. So, Wirtschaft. Ausrüstung steckte für Jäger, Sägewerk, Stahlwerk. Heizkörper, mehr Speer, Radio, bla bla, Mine, Mine, Mine. Wo kann man denn hier eine Mine holen? Oh, guck mal, die Folge, die ist auch schon so gut wieder vorbei. Ja. Geht so eine Folge ja echt mega schnell. Ja, was ist für diese Folge und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.